es schüttet hier gerade ohne Ende in Henne. In der Nähe von Köln, bei Christian. Und ich finde, da hat sich der Krämer ein super Wochenende ausgesucht. Es regnet so in Strömen, mit gerade Hagel und Gewitter und so weiter. Ja, und wie ich sagte, Krämer kommt dieses Wochenende nach Köln. Nach diesem kleinen Unwetter da hinten am Bahnhof in Hennef sind wir mittlerweile mal bei Christian. Der gute Krämer ist auch schon da, ich kann ihn mal nach nebenan gehen. Ich sag immer Krämer, er heißt Florian. Aber egal, es ist, er ist Krämer. Ja? Das ist Krämer. Das bin ich. Und das ist Chris. Das ist ein Video von uns. Ja, also für heute steht nicht mehr so viel an. Wir gehen dann nochmal trinken, gucken uns eventuell das Fußballspiel an, Deutschland gegen Tschechien. Und dann ist der Tag für heute auch schon vorbei. Morgen gehen wir ins Kino, kann ich ja wieder nicht aufnehmen. Danach gehen wir noch bowlen. Und ansonsten habe ich keine Ahnung, was dieses Wochenende noch abgeht. Ihr habt auch nichts mehr geplant, ne? Und ja, gleich geht's noch los. Fußball gucken. Spiel Deutschland gegen Tschechien. Und hier sind die beiden gerade dabei. Ein bisschen, wie heißt das Spiel? Yu-Gi-Oh! Das kommt nicht ins Video. Sie zocken gerade Yu-Gi-Oh! Das kommt nicht ins Video. Sie zocken Yu-Gi-Oh! Das kommt nicht ins Video. Das kommt ins Video. Und Krämer ist einfach besser als Chris. Ey, ich habe jetzt mal auch das gewonnen. Kommt ins Video. Ich habe jetzt Angst vor dieser. So, wir sitzen hier gerade im Sperren, warten gerade noch auf Krämer, er ist noch mal kurz draußen. Scheiß auf. ja, gleich kommen wir gerade eine Gruppe dazu, apropos Krämer. Servus. Wie der Tim Kapp. Der Tim hat auch immer Servus gesagt, immer. Ja, was so wir heute an diesem Tag erreicht haben, 1. September. 1031 Abonnenten. Ja, irgendwie 1000er Marke geknackt. Warum auch immer. Findest du raus bei 2000 Abonnenten? Ja, klar. Da wird ein Link wollen, zum Coupon. Wollen wir oder? Vielleicht noch einen Prank starten? Oder, keine Ahnung, noch irgend so eine billige Verlosung? Also, wir sollten mal eine Frist setzen. Ich sag mal, noch 2 Tage, nachdem dieses Video draußen ist. Wann auch immer das sein wird. Also, check dann vielleicht. Check doch dann vielleicht mal unsere Köln-Vlogs aus. Also, das ist das letzte. Nein, das. Der zweite. Im zweiten Köln-Vlog gibt es Verlosung. Die läuft noch. Die ist jetzt nicht so krass. Und die lohnt sich auch nur, wenn du in der Nähe von Köln wohnst. Aber. Darum. Wir können es halt. Wir können es halt. Das war noch nie so peinlich wie jetzt gerade. Doch, es gab noch viel schlimmer. Doch, es gab peinliche Szenen. Alles Szenen, wo Clemens drin war. Mittlerweile haben wir schon Samstag. Ich sitze jetzt hier im Kino, warte auf die anderen drei, Michi, Chris und Florian. Denn wir gucken heute, was gucken wir heute? Wo die Parade der Film und jetzt gucke ich auf die Liste, was steht da noch? Ich habe keine Ahnung, wir gucken mal einen anderen Film. Doppelvorstellung. Ja, nur die anderen sind alle im Auto unterwegs, das dauert so ein bisschen, bis sie da sind. Und so lange darf ich hier warten. Wir haben hier mittlerweile 15 Uhr. Hier, da, 15 Uhr. Der Film startet jetzt. Und die anderen haben noch nicht mehr geparkt. Super. Ups, ist mir mein Handy fast runtergefallen. Das ist so geil. Jetzt sitze ich im Kino, verpasst auch schön den ganzen Film, den ich bezahlt habe. Komme nicht rein, weil der Christian die Tickets hat. Danke dafür, Chris. Nein, nicht YouTube. Noch YouTube. Nein. Hier, die beiden anderen nochmal. Krämer, sag tschüss. Soll ich mich um dich und ich hab den Verkehr? Soll ich das? Ja? Ey. Das so als Einleitung. Nicht? Leute, wir haben doch gesagt, spontane Ideen sind die besten, wir oder? Weiter quatschen, oder? Da vorne ist eine Hüpfburg, Mann. Oh nein, nicht auf die Hüpfburg. Da ist eine Hüpfburg. Nimm mal die Schuhe. Lass auch die Hüpfburg. Hey, spontane Ideen sind die besten. Ich kann mich erinnern, was Samuel Jackson damit gemacht hätte. Einfach draufgeschossen. Ja, wir waren jetzt gerade in zwei Filmen. Wir waren in Bulli Parade erstmal und wie hieß der zweite? Killers Bodyguard. Killers Bodyguard. Killers Bodyguard. Wow, jetzt ist aber die Sonne da hinten. Aber was ich so ein bisschen scheiße fand, so jeder Achso, du willst es aufnehmen, vergiss es. Das wird jetzt eklig. Hatte jeder BMW oder sonstiger Wagen ist in die Luft gegangen, wurde nach einem Crash war da kaputt, aber nee, der Ford. Der hat alles ausgedacht.
Der Ford, der war anscheinend ein Panzer. Naja, am Ende war er ein bisschen klein. Also, aber er ist auch gefahren. Der Film, der ist nicht explodiert. Bulli Parade, der war nicht so geil. Also es sind mehrere, verschiedene... Der Anfang wurde zum Schluss immer schlechter. Man kann sagen, mehrere Filmsequenzen, aber... Der war am Ende zu gezwungen. Ja, die ersten Gags, die waren ein bisschen so... Komm, wir müssen noch einen machen. So eine Art. Aber Killers Bodyguard, ne? Killers Bodyguard, der war geil. Der hat die Stimmung nach Bulli Parade so ein bisschen wieder angeguckt. Wie man unschwer erkennen kann, Phantasialand. Die beamt eigene Aufnahme von Neißigkeit her. Ja. Das ist eine blöde Frage. Ich habe jetzt 3 Achterbahnen gesehen. Wo sind die anderen? Die kommen jetzt gleich. Achso. 3 Achterbahnen sind ja gleich nochmal da. So. Ja, die alle waren ja schon auf Black Mamba drauf, außer ich natürlich. Ich fand es alle geil. Oder, Black Mamba? Pussy. Schnauze. Black Mamba, wie war's? Ich hab gerade gesagt, er hat eine Pussy. Black Mamba. Okay, ich muss sagen, die erste Hälfte, ich bin schon länger nicht mehr gefahren. War ein bisschen... schrecklich. Du hast dich eingeschissen, Alter. Ja, bitte. Und zweite Hälfte war dann eigentlich halbwegs entspannt. Was man entspannt nennen kann. Joa, mal sehen, wie der Tracker verlaufen wird. Wir haben schon gesehen, die Warteschlange bei Taron wahrscheinlich so geschätzt. Die zweite Hälfte standen wir. Ich kann mir wirklich vorstellen, 2,5 Stunden. 2,5 Stunden. Egal, das lohnt sich. Mal drauf geht, mal gucken, wie es wird. Ja, das ist ein Arthur und Michael. Arthur war ja in den Holland-Videos dabei. Arthur, sag mal Hallo. Ja, gut. Wir waren gerade auf Taron, ne? Taron. Die Achterbahn, die geht so ab. Zweimal mit dieser diese Magnetbeschleunigung, ne? Am ersten Mal ist es schlimmer, als ich kenne, aber beim zweiten Mal, Alter. Ich muss sagen, die Beschleunigung ist viel krasser, wenn du richtig schnell bist. Und dann so leicht abhebst so. Ja, weil wir ganz hinten saßen und es dann noch berg hoch gehen und natürlich der ganze Zug nach unten zieht, ne? Ich hatte echt das Gefühl, dieser Sicherheitsbügel, der löst sich gleich. Boah. Und bei jeder Kurve, bei jeder richtig engen Kurve, ne? Wo du eigentlich nach außen gedrückt wirst, ne? Ich habe meinen Kopf immer direkt nach innen gedrückt, weil ich dachte, wenn ich ein bisschen, auch nur ein bisschen nach rechts. Ja, weil bei der zweiten Beschleunigung, nachdem man dann oben auf der Kurve war, ne? Oder die ganze Bahn im Überblick hattest. Alter, das ging so gar nicht mehr. Willst du vielleicht irgendwas zu Taro noch sagen? Also ganz vorne ist hammergeil. Kann ich mir denken, ne? Alter, der ganze Schub vorne, ne? Der ganze Wind, Alter. Du hast vor dir. Du hast einfach vor dir. Wir hatten direkt Sitze vor uns, ganz deswegen gehabt, am Wind. Willst du vielleicht was zu Taro sagen? Hm? Zu Taro, willst du dazu was sagen? Katastrophe. Das ist Arthurs Freundin nicht, hey. Katastrophe. Ja, mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Ja, einfach mal komplett nass. Ja, geil. Nee, warte auf River Classic. Ja, hey, auf ihn, ne? So ein Liter mindestens ausgeprägt auf der einen Seite und noch ein Liter auf der anderen Seite ausgeprägt. Hätte mir gerade gewartet, wäre so geil geworden, wenn ihr da runtergekommen seid. Ich hätte das auf Hand gehabt, ne? Aber. Alina und ich haben fast keinen Job bekommen. Die beiden haben nichts abbekommen. Das ist eine Glückssache. So sahen sie vorher aus. So sieht sie jetzt aus. Ich bin auch komplett nass. Also Haare waschen musst du nicht mehr, ist erledigt. Beim nächsten Mal bringst du noch Schaum mit. Ja, ich hab schon gefragt, ob leider von dem Shampoo dabei hat. Der hat keiner. Leider. Hast du es auch komplett durch. Phantasialand ist jetzt vorbei. Und wie war's, Phantasialand? Super, kann man empfehlen. Also halt, wie gesagt, Highlight war definitiv Taron. Ja. Das hat so Bock gemacht. Ich würde nochmal drauf gehen, wenn die Wartezeit jetzt nicht 2 Stunden lang wäre. Ja, vor allem und, ist 6 Minuten die Warteschlange. Ja, genau. Schießt ja in 6 Minuten ist die Warteschlange geschlossen, wir müssen in weg. Haben wir noch einen dichtigen Termin beim Bowler mit dem Dr. Michi? Ja. Ja, jetzt warten wir hier in der Bowling Arena in Spich. Weil Christian und Krämer, Christian und Florian, die müssen sich nochmal umziehen. Die sind ja komplett nass wegen der River Quest beim Wasserball. Ja. Und jetzt sollen wir erstmal warten. Juhu! 2 Stunden haben wir die Bahn. Ich habe schon verloren. Kann da nicht einer alleine sein? 10 Minuten zu spät. Mal sehen, wann sie kommen.
es kann immer noch besser, kann jetzt nur noch besser werden. Ich will auf den Tee kommen. Ruf Nummer 2. Ja, genau so. Und er trifft verdammt gut. Nur noch ein Kegel. Nein. Ein Kommentar dazu? Nee. Da oben stehen noch die Ergebnisse gerade. Kann man die Ergebnisse erkennen? Ich weiß es gar nicht. Sehr schlecht. Und er trifft den letzten auch noch. Er trifft ihn. Nächste Kugel am Start und die kommt gut, die kommt gut und schönes Ding, schön. Naja, geht besser. Das kann man erkennen, das kann man überhaupt nicht erkennen, aber und. Was sagen wir dazu? Nicht viel. Und vorbei. Wir haben hier einen Profi beim Bowlen. Ja, ich habe gewonnen, was soll ich sagen? Er hat mehrfach gewonnen. Muss ja sein. Ich habe alle drei Spiele gewonnen. Ja, typisch Christian wieder, ne? Ja, typisch Christian muss halt wieder halt das Feld von unten anführen. Alle drei Spiele gewonnen, der King hier. Also, du hast echt saugute Würfe drauf, muss man dir lassen. Ja, und wie hier auch mit den anderen Jungs in Köln-Vlog, machen wir jetzt noch einen schönen Abschluss bei L'Osteria. Ja, schön Pizza essen.